Morgen, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht oder wie auch immer. Es geht wieder weiter mit Henrys Geheimnis und ich bin gespannt, wie es sich jetzt alles noch entwickelt zwischen Emily und Dylan und wie geht's jetzt endlich mit Henry und mir weiter und erzählt endlich Henry mal uns, was jetzt eigentlich mit Melanie los ist. Also ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt. Habt ihr Dylan in der Mensa gesehen? Der wirkte total geistesabwesend. Stimmt, seitdem Jessica ihn gestern so angegangen ist, wirkt Dylan noch geistesabwesender als sonst. Den hat's echt erwischt. Sieht so aus. In dem Moment kommt Dylan auf uns zu. Er sieht sich vorsichtig um, als käme er zu einem geheimen Schmugglertrip. Layla, kann ich mal mit dir reden? Bitte? Wir haben auf jeden Fall nichts Lehrendes an. Ich lasse meine Freunde stehen, die mich fragend ansehen. Also, wie du sicher gemerkt hast, gibt es da ein Mädchen, das ich echt toll finde. Er zögert, es ist ihm unangenehm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du weißt schon. Stimmt, einem Mädchen hinterher zu pfeifen und Sprüche zu machen wie: Hey Süße, du bist echt heiß, kommt sicher nicht so gut an. Aber ohne die hässlichen Trainingsklamotten und dieser Friese sehe er sicher auch nicht schlecht aus. Darauf wette ich. Oh mein Gott, wir machen einen Umstep. Du möchtest also, dass ich dir helfe, stimmt's? Ja. Wow. Ich habe gedacht, du kennst dich doch mit Mode und so aus. Vielleicht könntest du mir da helfen. Du verstehst schon. Ja, ich verstehe. Aber wer ist denn die Glückliche? Als wenn wir das nicht wissen. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht. Es war schon schwer genug, zu dir zu kommen und dich zu fragen. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Schon okay. Ich hatte seine Vermutung. Wenn ich dich umstylen soll, muss mir aber Jasmine dabei helfen. Was? Aber... Keine Sorge, Jasmine kann Geheimnisse für sich behalten. Danach wirst du super aussehen. Er fühlt sich geschmeichelt und lächelt. Gut, in Ordnung, aber nur Jasmine, okay? Alles klar. Wir sollen ein Gespräch anfangen? Wird jetzt Jasmine anfangen oder... Nee. Jetzt Amelie mal auswählen. Ich hätte das gerne mal auf das Bild angesprochen. Oh, na gut. Er wird über und über rot. Du bist in Amelie verliebt. Was? Wie? Wie kommst du denn darauf? Dylan, ich kenne dich allmählich. Ich merke doch, wie du sie ansiehst. Ich bin schließlich nicht blöd. Mist. Meinst du, sie hat es auch gemerkt? Keine Ahnung. Aber ich glaube, du gefällst dir auch. Was? Wie führt das gerade zu mir? Du glaubst das? Jedenfalls habe ich diesen Eindruck. Er lächelt selig. Plötzlich ist er voller Hoffnung. Du solltest sie einladen, mit dir auszugehen. Ein Date? Ja. Was wollte Dylan eben von dir? Keine Ahnung.
Kannst du es dir nicht denken? Ich sehe ihn herausfordernd an. Ist da etwa jemand eifersüchtig auf Dylan? Seit diese Melanie hier vor der Schule aufgetaucht ist, hat er mir nur wenig Beachtung geschenkt. Ich habe das Gefühl, ihr seid euch in letzter Zeit näher gekommen. Stimmt, er ist wirklich ein netter Typ, findest du nicht? Ja. Vielleicht. Willst du mir wirklich nichts erzählen? Kommt drauf an. Er seufzt. Der Herr ist genervt. Dylan ist verliebt. In wen? Na, kannst du dir das nicht denken? In dich? Ist das dein Ernst? Wie kommst du darauf? Ich würde Dylan gefallen? Du gefällst allen Jungs. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Allen. Sehr interessant. Also, vielen Jungs, meine ich. Ich sehe ihn an, er wendet den Blick nicht ab. Nein, Dylan hat ein Auge auf ein Mädchen geworfen und hat mich um Hilfe gebeten. Gut. Er könnte ruhig ein bisschen mehr Erleichterung zeigen. Clement kommt und legt die Hand auf Henrys Schulter. Gut, gehen wir essen? Leila, was wollte denn Dylan heute Morgen von dir? Oh, also wirklich. Das geht dich nichts an. Jetzt komm schon, sag's uns. Vergiss es. Ich glaube, ich weiß es eh. Das würde mich wundern. Tja. Er will was von Amelie. Bestimmt hat er dich um Rat gefragt. Er lächelt mich an, stolz auf seine Kombinationsgabe. Unglaublich, er hat genau ins Schwarze getroffen, während Henry heute Morgen nur merkwürdige Vermutungen angestellt hat. Die Mann? Na, gut. Ich glaube, er ist auch gar nicht so hohl. Aber ja, er selber wird es halt niemals bei sich selber merken, sondern halt eher bei anderen. Ich bin beeindruckt, Simon. Henry dreht sich zu mir um. Es geht um Amelie? Natürlich, um wen denn sonst, Henry? Da steht Dylan doch wirklich dick und fett auf der Stirn geschrieben. Huh. Er ist der Einzige, der dachte, Dylan würde sich für mich interessieren. Ich organisiere eine Geburtstagsparty. Hier ist die Einladung. Ich hoffe, ihr könnt kommen. Ah, Foto! Oh, die Einladung sieht toll aus. Gefällt sie dir? Ja, total. Vielleicht ist das nur ein Zufall. Hast du sie allein gemacht? Amelie zögert einen Moment und antwortet dann, während sie sich auf den Lippen beißt. Dylan hat mir geholfen. Er kann sowas echt gut. Verstehe. Wird auf der Party getanzt? Natürlich. Toll. Morgen verzieht das Gesicht und Henry zeigt keinerlei Emotion. Ich gehe dann mal wieder. Bis dann. Und da sind wir in der Stadt mit Dylan. Gut, womit fangen wir an? Den Klamotten oder den Haaren? Den Haaren? Was stimmt denn nicht mit meinen Haaren? Also, sagen wir es so. Du brauchst einen modernen Schnitt. Ich bin gespannt, wie der vorher, also wie er danach aussieht. Der ist doch modern.
Jasmine und ich sehen uns an. Nein. Ihr seid echt hart. Ja, aber du hast uns angestellt, damit wir aus dir einen gut aussehenden Typen machen. Außerdem sollte dein Look deine wahre Persönlichkeit widerspiegeln. Aber ich... Nein, mit den Haaren bist du eine Kopie von Enzo und nicht du. Genau. Ja. Was soll er machen? Hallo? Er hat Layla nach Hilfe gefragt. Layla hat gesagt, ohne Jasmine geht's nicht. Tadam. Gut, macht, was ihr meint. Los geht's. Nachdem wir ihn zu einem guten Friseur gebracht haben, kümmern wir uns um seine Klamotten. Wir klappern mehrere Läden ab auf der Suche nach dem passenden Outfit für Dylan. Erst war Olga alles, was wir aussuchen, sehr skeptisch. Aber dann gibt er sich geschlagen und lässt uns machen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben einfache Outfits gewählt, die gut zu ihm passen. Schluss mit den Jogginganzügen. Gott. Dylan hat sich mehrere Minuten lang im Spiegel des Ladens angesehen. Ich sehe an seinem Gesicht, dass ihm der neue Stil gefällt. Gott sei Dank. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Dylan sieht jetzt ganz anders aus. Er ist keine Kopie mehr von Enzo. Er ist jetzt der echte Dylan. Okay. Ich schätze mal, wir müssen noch warten, bis wir sehen. Nein! Alter! Der sieht jetzt aus wie Kimo. Musst du zweimal gucken, damit es nicht Kimo ist. Also man sieht, dass es noch Dylan ist. Beim zweiten Blick. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, Mädels. Wenn du uns was zu trinken ausgibst, reicht das schon. Ja, weißt du, das Ganze hat uns sogar Spaß gemacht. Stimmt, wir haben dich endlich besser kennengelernt. Ihr seid wirklich nett. Der Kellner bringt uns ein Getränk. Meint ihr, ich habe bei Amelie eine Chance? Klar, warum nicht? Also, ich habe Angst, den ersten Schritt zu machen. Was soll ich ihr denn sagen? Ich habe keinen blassen Schimmer von Mädchen. Was weißt du über sie? Dylan überlegt. Sie lächelt und lacht die ganze Zeit. Außer wenn Enzo irgendwelche Gemeinsprüche über ihr Gewicht macht. Dieser Mistkerl. Er nennt sie immer Fettklops, aber ich finde sie so hübsch. Wie süß. Wir werden versuchen, dir zu helfen. Wieso? Na, wir können dir ein paar Tipps geben. Was macht, was Mädchen halt so angeht. Das kriegt man klar. Oh. Oh nein. Konfrontation. Dylan braucht Hilfe für das Date mit Emily. 6? Okay. Also, ich habe sie eingeladen, morgen mit mir auszugehen, zu einem Date. Hey, das hast du uns gar nicht erzählt. Und, hat sie zugesagt? Ja. Super. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe keine Ideen. Ich will mich nicht blamieren. Du könntest mit ihr irgendwo tanzen gehen, oder? Tanzen alle Mädchen gerne? Nicht wirklich. Und wenn Amelie das nicht gefällt? Sie hat noch nie vom Tanzen geredet. Das Schlimme ist, ich habe bei Amelie keinen Plan. Ich werde die Konfrontation so verkacken. Dabei
Wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht. Meinst du, sie ist in einer Tanzgruppe? Oder mag sie Partys, auf denen getanzt wird? Oh Gott. Ey, ich weiß es nicht. Also, Geburtstag? Bitte? Ich glaube, sie mag sowas. Guck dir mal ihre Geburtstagseinladung an. Ja, das stimmt, wenn ich darüber nachdenke. Aber wir treffen uns am Nachmittag. Da kann man nicht unbedingt irgendwo tanzen gehen. Stimmt, du hast recht. Ich weiß. Sie liebt Tiere. Denkst du, ein Ausflug in den Zoo würde ihr gefallen? Ein Ausflug in den Zoo? Oh Gott. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es ihr gefallen würde, sich eingesperrte Tiere anzusehen. Eine tolle Idee, es wird dir sicher gefallen, so viele verschiedene Tierarten zu sehen. Ich weiß nicht, der Zoo ist zu weit weg. Alter, woher soll ich das denn wissen? Jetzt mal ehrlich. Wenn sie Tiere mag? Echt nicht? Woher soll ich das denn wissen? Zwei ist es schon mal nicht. Nämlich erstens. Okay, sie mag keine eingesperrten Tiere. Gut. Mist, ich dachte, sowas könnte ihr gefallen. Ich glaube, sie interessiert sich für den Tierschutz. Ah, so. Das habe ich vergessen. Ich habe es aber gleich gesagt. Ich habe bei Amelie null Plan. Sie mag Tierschutz. Okay, was war dann? Der komische Panda am Laptop. Oh Gott. Ja, das war richtig, der Panda-Bär. Das ist das Logo einer bekannten Organisation, die sich für den Schutz von Tieren einsetzt. Dir entgeht auch nichts. Vielleicht kann ich ihr auch einfach ins Restaurant einladen. Das ist eine gute Idee. Aber in welches? Ich bin noch Schüler, ich schwimme nicht gerade im Geld. Bitte lass mich nichts aussuchen müssen. Es muss ja kein exklusives Restaurant sein. Vielleicht ein cooler Laden mit Burgern, der nicht allzu teuer ist. Oh nein, keine Burger. Wieso? Mag sie die nicht? Weißt du das nicht? Ich dachte, du würdest sie ganz gut kennen. Sie ist Vegetarierin, ne? Was weiß ich nicht. Was glaubst du? Hat Emily eine Glutenintoleranz? Hat Emily eine Laktoseintoleranz? Ist Emily Vegetarierin? Ach, Vegetarierin? Vielleicht wegen Tierschutz? Warum stand da jetzt eigentlich Jogginghose Nummer 2? Ja. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, glaube ich, sie hat es mir erzählt. Und wenn ich ihr was ganz anderes vorschlage? Was meinst du? In der Stadt kann man an verschiedenen Workshops teilnehmen. Zum Beispiel ein Cupcake-Workshop, bei dem man das Gebackene danach mitnehmen kann. Oder auch ein Workshop, bei dem man Deko aus recycelten Materialien herstellt. Das ist doch gerade in, oder? Sowas mögen Mädchen bestimmt. Was glaubst du, würde sie lieber machen? Deko oder backen? Backen. Weil sie hat... Es war doch sie, oder? Ja. Ich persönlich interessiere mich nicht für sowas, aber Emily backt sehr gerne. Ein gemeinsamer Nachmittag bei einem Backworkshop, das würde ihr sicher gefallen. Bist du sicher? Eine bessere Idee haben wir nicht. Tada!
Ja. Ich sehe, dass er zögert. Hey, was ist denn? Glaubst du, ich habe wirklich eine Chance bei ihr? Ach, schon wieder die alte Leier. Du wiederholst dich. Ach Mann, ich weiß ja. Sie kennt mich ja eigentlich gar nicht. Kann sein, aber ich glaube, ein paar deiner Heldentaten haben sie wirklich beeindruckt. Was meinst du? Da war doch ein Foto, dem kurz vor ihrer Auseinandersetzung mit Enzo ziemlich schlimm zugesetzt wurde. Kurz vor der Auseinandersetzung? Geärgert hat und der Glas umgestoßen hat, sie hat dich keinen Moment aus den Augen gelassen, als du die Mensa wie ein Superheld verlassen hast. Wirklich? Alles, was du für sie tust, bedeutet ihr viel. Wie deine großen Talente, die du bisher vor uns versteckt hast. Meine Talente? Du bist wohl nicht besonders schnell vom Begriff, was? Hey! Ich habe schlechte Noten. Im Sport bin ich eine Niete. Und ich habe es nicht mal hinbekommen, einen Virus von ihrem Laptop zu entfernen. Ich kann gar nichts. Ich weiß nicht mal, was ich nach dem Abi machen soll. Da muss ich dir widersprechen. Sieh doch nur, was du alles kannst. Ich nehme jetzt einfach mal den Flyer von der Katze. Gut. Du hast wirklich Talent. Guck dir doch mal deinen Aushang für die Katze und Emilys Geburtstagseinladung an. Die sind toll. Findest du? Man muss nur mit dem Programm umgehen können. Dann kann das jeder. Ich versichere dir, das stimmt nicht. Ich habe für sowas überhaupt kein Talent. Hast du schon mal daran gedacht, Grafiker zu werden? Nein. Es gibt viele gute Schulen und Unis. Du solltest dich mal informieren. Jedenfalls weiß sie deine Hilfe sehr zu schätzen. Ihr habt dir doch genauso geholfen. Das war nicht nur ich. Sei nicht so bescheiden. Du hast dich sehr viel mehr bemüht. Wir haben zum Beispiel kein Katzenfutter für Kratzi gekauft. Oh, das ist doch selbstverständlich. Verstehe. Sie hat mir erzählt, dass sie sehr an Kratzi hängt. Ja, es wird schwer für sie, wenn sie sich von ihr trennen muss. Kann Amelie sie wirklich nicht behalten? Nein, du weißt ja. Ach ja. Ihre Schwester ist gegen Katzenhaare allergisch? Naja, auf jeden Fall allergisch. Aber vielleicht habe ich eine Lösung für sie. Oh, welche denn? Also, ich habe mit meinen Eltern gesprochen und sie wären bereit, Kratzi aufzunehmen, wenn ihr Besitzer sich nicht meldet. Oh Gott, das ist ja toll. Das ist echt toll. Ja. Sie wird überglücklich sein. Hast du es ihr schon gesagt? Noch nicht. Ich wollte mich jedenfalls nochmal bei dir und Jasmine für eure Hilfe und eure Ratschläge bedanken. Gern geschehen, Dylan. Wir sind für dich da. Danke. Das war schon mal gut. Und so war es das auch schon wieder für die Folge heute. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Konfrontation habe ich Gott sei Dank mit Dylan geschafft. Aber ich dachte auch, ja, ich weiß nicht. Ich habe halt immer so von Emily nicht wirklich Ahnung, aber wir haben es ja gut hingekommen mit nur einem X. Und ich habe das auch komplett vergessen, dass der für den Tierschutz sich einsetzt. Denn ja, mag man natürlich keine eingesperrten Tiere in ihren Augen, ne? Aber sonst hat es ja ganz gut geklappt. Das Umstyling mit Dylan ist auch super geworden. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt zwischen den beiden. Und
sage bis dahin erstmal Bye-Bye.